Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arg hier auf dem Kanal. Wir sehen ein bisschen anders aus. Ich habe ein bisschen den Farbmischer angeschmissen. Ich hatte zuerst die lila Färbung, die sieht aber irgendwie aus wie blau. Und deshalb habe ich die königliche Färbung genommen, die ist ein bisschen dunkler. Das Schöne am S Plus Industrial Cooker, wir haben hier die ganzen Rezepte für die Farben drin. Das heißt, wir müssen uns das nicht merken, was wir für die Farben brauchen, sondern wir kriegen es einfach in-game angezeigt. Ist jetzt nicht irgendwie cheaten, dass man sich Rezepte freischaltet. Die Farben kann man von vornherein immer machen. Man muss nur wissen, was man dafür braucht. Also, königliche Färbung und schwarze Färbung. Farbschema ist ja schwarz-lila, schwarz-violett, schwarz- wie auch immer man es nennen möchte, Purple. Und ich habe unsere Rüstung eingefärbt. Es sieht, naja, irgendwie kommt hier noch so ein bisschen das Grün durch. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Aber ansonsten ist sie halt schwarz-lila. Es ist halt mal was anderes, als mit dem Standardgrün rumzulaufen. Und ihr seht es unten in der Schnellzugriffsleiste auch schon. Es... Die Waffen, hä, was hat er da? Die habe ich auch eingefärbt. Unsere Pike passt jetzt zu uns, farblich natürlich. Unsere Spitzhacke ist eingefärbt, unsere Axt ist eingefärbt. Unser Gewehr ist eingefärbt, sieht man ein bisschen am Griff und vorne am, keine Ahnung, wie man das unter dem Lauf nennt, wo man die linke Hand hat, kein Plan. Ich habe nicht so viel Ahnung von Waffen. Und der Bogen ebenfalls. So, alles mal ein bisschen in einem einheitlichen Farbschema gehalten. Ich weiß nicht, ob ich Sättel dann irgendwann noch in den Farben der Tiere einfärben werde. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das sehen wir dann. Die Titanoboas, da wir jetzt den Egg-Collector haben, habe ich von diesen Catwalks runtergepackt, beziehungsweise habe die Catwalks weggemacht. Hab sie angehitscht, weil ich gelesen habe, bis jetzt hat sich es noch nicht bewahrheitet, dass sie, wenn sie gehitscht sind, wohl auch Eier legen, wenn man nicht zwingend in der Nähe ist. Eigentlich sollen sie wohl nur Eier legen, wenn man in der Nähe ist, das heißt, wenn die Schlangen in Renderdistanz sind. Aber bis jetzt haben wir immer noch kein Titanoboa-Ei. Außerdem musste ich den Schlangen erstmal Essen geben. Ich habe ganz vergessen, dass sie nur Eier essen. Das heißt, ich habe jetzt in diesen, das ist so der spezielle Trog für alle Dinos, die nicht Fleisch und Beeren essen, so ein bisschen, die ein bisschen spezielleres Essen brauchen. Der Otter und der Baryonyx essen ausschließlich Fisch und ja, die Titanoboas eben ausschließlich Eier. Müssen keine befruchteten Eier wie beim Zähmen sein. Das finde ich ganz praktisch. Ich habe ein bisschen Fisch gefarmt, weil, ihr seht es hier auch schon, ich habe einen zweiten Baryonyx gefangen. Der ist jetzt nicht sonderlich gut. Das war, ich bin über die Map geflogen mit dem Ziel, Mensch, du suchst jetzt nicht gezielt ständig nur nach einem Terizino. Wenn man gezielt nach was sucht, findet man es sowieso nicht. Ich habe dann gedacht, okay, fliegst du halt mal überall rum, guckst ein bisschen im Sumpf nach Baryonyx. Da bin ich aber auch zwei Riesenrunden um den Sumpf geflogen, der rund um die Centerinsel ist, wo unsere schöne Rüstung ein bisschen drüber guckt. Und habe dann einen 135er gefunden, männlich. Das war das Beste, was ich gefunden habe. Und ich habe mir gedacht, es ist mir jetzt sowas von egal. Ich möchte jetzt endlich mal wieder Tierchen züchten, dass wir hier mal langsam aber sicher stärkeren oder verstärkten Nachschub kriegen für unsere Argentavis, beziehungsweise mal ein Nichtflugdino, mit dem wir hier die ganze Geschichte ein bisschen aufmischen können. Ein Terizino, ich werd auf jeden Fall noch ein Terizino suchen, weil Terizino-Zucht, boah, da Hustenanfall, Terizino-Zucht kommt auf jeden Fall. Und da hätte ich auch gerne einen hochleveligen. Ich habe ja schon mal Namensvorschläge von euch erwünscht und hatte dann in die Folge schriftlich noch eingefügt. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat. Männliche Namen brauche ich keine, weil der männliche Name für einen Terizino ist in Stein gemeißelt. Den werdet ihr dann erfahren, wenn wir soweit sind. Wenn wir einen starken männlichen Terizino haben, einen gezüchteten. Ne? Du bist nämlich leider nicht so gut. Du hast wenig Leben und wenig Schaden, du Lappen.
Du Lapine. Du bist ja weiblich. Du Lapine. Ja, aber in dieser Folge gibt es Baryonyx-Zucht. Am Anfang jetzt noch ein bisschen Geplänkel. Und zwar, haha, ich habe endlich mal eine Lampe gebaut. Eine S-Plus Multilamp. Normalerweise ohne S-Plus gibt es nur, wie heißt denn das? Heißt das Rundstrahler? Ja, gibt es einen Rundstrahler auf Stufe 50. Das ist so ein Grubenlicht, weißt du, so, ne? Ein Standlicht, so ein Rundstrahler halt, so ein Grubenlicht. Und das ist halt reichlich hässlich. Deswegen bin ich ganz froh, dass S-Plus da so freundlich war und eine Lampe ins Spiel eingefügt hat, die man unter Decken hängen kann, die halt nicht so... wo hänge ich denn die jetzt mal hin? Hänge ich die direkt? Ich glaube, ich hänge die hier vorne hin. Die halt nicht so hässlich ist und ein bisschen dezent. Und hier werde ich mit Springen nicht drankommen, doch. Come on! Okay. Die kann man nämlich auch noch einstellen. Habe ich die schon gebaut? Du bist die Transparency Gun, Model Selector, Repair Gun, Transfer Gun und der Euthanasie Gun. Okay. Wir brauchen den Lightsetter. Den Lightsetter. Light. Ich bin mal wieder hervorragend und super vorbereitet. Gib mal her so ein Gerät. So, jetzt kann ich das nämlich mal zeigen. Wupp. Wir können die Farbe einstellen, die primäre. Ich stelle die Intensität immer auf 2. Man kann auch noch eine zweite Farbe einbringen, die man auch benutzen kann. Man kann, also die Lampen gehen automatisch bei Sonnenuntergang an, bei Sonnenaufgang aus. Also das sind ja ingame-feste Zeiten. Das ist ja nicht so, dass es hier Jahreszeiten gibt, wo sich Sonnenauf- und Sonnenuntergang ändern zeitlich. Wenn man die zweite Farbe benutzt, kann man das noch blinken lassen und den Intervall einstellen. Und was weiß ich nicht alles, dieses automatische An-Aus bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang kann man auch ausstellen. Ich habe das gerne an, da muss ich mich nicht drum kümmern, das Licht anzuschalten. Zumal ich da oben sowieso nicht drankomme und irgendwo noch einen Schalter hinknipsen müsste. Deswegen, wir updaten das und drücken auf Done. Und dann sollte das Licht demnächst angehen, wenn es dunkel wird. Werde ich hier auch noch ein Licht reinbauen? Ja, aber wohin? Vielleicht oben an den Torbogen. Das könnte ich machen. Das entscheide ich aber spontan. Wir werden hier jetzt erstmal die beiden Herrschaften... Oh, holy crap! Why are you not hitched? Nein! Meine Güte! Ich dachte, ich hätte dich hier schon festgehitcht. Jetzt aber. Man kann bei dem Baryonyx auch einstellen, dass er Fisch erntet quasi. Das möchte ich aber nicht, weil hier oben ist kein Fisch. Ich könnte ihn draußen irgendwie in den See setzen, dann farmt er, ich weiß gar nicht genau, wie das läuft, dann farmt er, glaube ich, die Fische ab. Weil ich finde das lustig. Tu das nicht, Seek Fish on Low Health. Tu das nicht. Voll lustig. Ein kleiner Übersetzungsbug. Ja. Ich weiß nicht, ob er sie erntet, weil Seek heißt ja eigentlich nur suchen. Orten, wie auch immer. Vielleicht ortet er auch Fische mit niedriger Gesundheit, dass man selber dann sie töten kann oder so. Ich mache es auf jeden Fall aus. Wie gesagt, ich hatte noch nie Baryonyx. I don't know. Wir können ja mal eh drücken. Seek Fish on Low Health. Okay, es ist ja sogar an. Ich lasse es jetzt einfach an. So, jetzt aktivieren wir bei dir Wandern und aktivieren... Hitbox. Und aktivieren bei dir Wandern und müssen natürlich... Ich habe auch wieder hier einen neuen Nachwachsdünger hergestellt und müssen natürlich die Hatchery wieder aktivieren. Jetzt züchte ich wieder, jetzt kann ich Dinos leveln. Wen level ich denn mal? Level ich unseren Terizino? Nein, weil der wird ja eh kein Dauerzustand. Ich kann eigentlich nur
die Argentavis leveln. Und das wird, glaube ich, hier drinnen. Gucken wir mal, wie gut ich das hinkriege. Weil die sind ja schon ein bisschen größer als so ein. Als so ein Raptor, ne? Das heißt, unsere Argentavis werden jetzt auch zu Engeln und bringen kleine Baryonyx an einen besseren Ort. Und werden vom Arkgott, dafür, dass sie so nett sind, mit Erfahrungspunkten belohnt. Ist es nicht toll? Ich sage euch, ich trinke mal ein Schlückchen. Dann brüten wir jetzt nämlich den ersten Baryonyx mal gemeinsam aus. Ich habe nämlich auch noch nie Baby-Baryonyx gesehen. Muss ich ja ganz ehrlich mal zugeben. Ja, und dann kann es sein, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls jetzt ein paar Tage länger nichts kam, weil wie gesagt, Zucht ist immer so eine Sache, wobei das bei den Baryonyx nicht so lange dauern sollte, wie gesagt. Ich züchte da ein paar Mutationen drauf. Ich hätte gern so 2-3 Schadensmutationen und ein paar Lebensmutationen. Mit allem anderen bin ich eigentlich relativ zufrieden. Und 5-6 Mutationen auf dem Dino zu züchten, das ist jetzt tatsächlich keine große Sache. Und von daher, ja, sollte das passen. Moment mal, sind Baryonyx Säugetiere? Ich weiß es gar nicht. Legen sie Eier? Offensichtlich legen sie Eier. Ich bin begeistert. Bei manchen Dinos bin ich mir tatsächlich, oder weiß ich tatsächlich nicht auf Anhieb, ob sie nun Säugetiere sind oder nicht. Also, ne, ich meine, mit ein bisschen überlegen, es sind im Spiel die Dinos Säugetiere, die auch in der Realität Säugetiere sind, beziehungsweise waren. Zum Beispiel Wölfe sind Säugetiere, also gebären lebenden Nachwuchs, beziehungsweise lebenden Nachwuchs, der sich nicht in einem Ei befindet. Der Dödi ist zum Beispiel auch ein Säugetier. Der gebärt auch lebenden Nachwuchs. Siehst du, bei Fiomias weiß ich zum Beispiel gar nicht, würde Sinn machen, dass sie Säugetiere sind. Terizinos sind definitiv keine, die legen Eier. Der Terizino-Kibbel brauchen wir später, ne? Um Basilosaurus zu themen. Ja, zu themen. Ich bin der typische Deutsche. Zu themen. Ich habe im Urlaub auch Sandalen und weiße Socken an und lege mein Handtuch auf die Liege, um Platz zu reservieren, verstehst du? So einer bin ich nämlich. Eine Rappis legen auch Eier, das haben wir ja nun auch schon gesehen. Und das erste Ei sollte jetzt langsam, aber sicher. Yay! Ja, was kann rauskommen? Maximal Level 233. Ich nehme aber auch die Babys, die quasi nicht den Speedwert übernommen haben oder den schlechteren Speedwert oder auch den schlechteren Sauerstoffwert oder in beiden das schlechtere, weil die beiden Werte sind vollkommen egal. Das heißt, im schlechtesten Fall haben wir dann 221er, also bei den anderen Werten will ich die Maximalwerte übernommen haben. Nur bei Sauerstoff und Speed, Bewegungsgeschwindigkeit ist es mir faktisch vollkommen shit egal. Twins, 195, ihr Lappen. Kleine Baby-Baryonyx. Hola. Entschuldigung, dass alle weggucken, die das nicht sehen wollen und können. Und nein, der RG kann nicht rückwärts laufen. Oh, das wird ein Krampf. Zum Glück mache ich das mit dem RG jetzt nicht bei, also das würde ich auch nie machen bei Dinos, wo ich weiß, die züchte ich jetzt ein paar Tage lang und mache ein paar Tage nichts anderes. Schade, 195 ist tatsächlich nicht ganz das Minimum, aber nah dran. Im schlimmsten Fall, ich habe jetzt gedacht, der Pteranodon fliegt hier eiskalt und ganz frech in unsere Base rein. Aber das war eine optische Täuschung. Ja, im schlechtesten Fall kriege ich hier 178er raus, aber es wird jetzt so laufen, ich züchte mir zwei Dinos, die die besten oder die entsprechend die guten Werte haben und werde dann mit denen weiter züchten, ein paar Mutationen drauf züchten. Ich hoffe, wir kriegen auch ein paar nette Farbmutationen. Ich habe das ja im ersten Zuchtvideo von den Archies erklärt. Nur weil man eine Wertmutation hat, heißt das nicht zwingend, also heißt es immer zwingend, dass man auch eine Farbmutation hat. Nur heißt es nicht zwingend, dass man sie auch sieht.
Der Baryonyx hat, glaube ich, 4 Farbregionen. Das ist der Unterbauch, das ist der Oberkörper, also der Rücken quasi. Das sind die Streifen und das sind oben die kleinen Hörner, die kleinen Zacken. Wie heißt denn das? Mir fällt das Wort nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Verstehst du? Den Kamm, den sie auf dem Rücken haben. Das sind, glaube ich, die 4 Farbregionen, die Baryonyx zu bieten hat. Und dann gucken wir mal. Insgesamt gibt es 6 Farbregionen. Also, ne, das ist fix. Aber manche Dinos werden halt nicht. Oder bei manchen Dinos sind nicht alle 6 Farbregionen relevant. Wir werden sehen. Ich werde sehen, was bei rauskommt, wie lange ich brauche. Ich hoffe, ich brauche nicht länger als eine größere Zucht-Session, sage ich mal. Also so, ja, 1-2 Abende oder so. Gucken wir mal. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir einen fertigen Baryonyx haben, der hoffentlich gute Werte hat. So machen wir das. Und sein Schnabel wird dann bestimmt auch höher sein als Level 308. Und ich weiß nicht, ob ich ein Level abmachen werde. Kommt halt immer drauf an, wie viel ich züchten muss. Also, für euch bis gleich. Für mich dauert das jetzt einen Moment. Wir sehen uns. Und schwuppdiwupp, so schnell kann's gehen. Da haben wir 2 wirklich, wirklich, wirklich hübsche Baryonyx. Allerdings sind diese beiden Baryonyx, das sind meine Paranoia-Baryonyx. Falls unserem Eigentlichen was passiert, mit denen ich neue züchten kann. Wir sind bei Level 246 angekommen. Wir haben hier, ich habe jetzt soweit die Farbmutationen draufgezüchtet, die ich richtig cool fand. Ich fand den weißen Unterbauch, fand ich richtig genial. Passt auch richtig gut. Die Stacheln auf dem Rücken sind rot. Und also das sind die Mutationen, die gleich sind. Dann haben wir hier die Streifen einmal mit einem dunklen Grün und mit so einem, weiß ich nicht, was das ist, Terrakotta im Zweifel, nicht wahr? Und der Körper einmal in einem leichten Rot, in einem hellen Rot und einmal in einem Grün, Gelbgrün. Auf jeden Fall mega, mega cool. Ja, zum Vergleich, angefangen habe ich zu züchten mit Level 230, wir sind jetzt bei Level 246. Ich habe die ein bisschen gepimpt, ihr wisst das ja, ne? Wie ich das beim Züchten so handhabe. Es sind, glaube ich, 3 Schadensmutationen drauf, das war ja der Wert, der mich so am meisten gestört hat. Und so ist das eigentlich ganz in Ordnung. Und hier hinten steht unser Baryonyx. Es ist ein Weibchen geworden. Ich habe jetzt das genommen quasi, was als erstes kam und sich hat prägen lassen. Die Baryonyx wollen ganz schön oft Kibbel haben. Was, keine Ahnung, gefühlt 8 von 10 Baryonyx wollten bei mir Kibbel haben, immer wenn ich mal geschaut habe beim Durchzüchten. Das war, wow, nicht so cool. Und wir haben die Barbara. Ihr habt ja Namensvorschläge gemacht. Für ein Weibchen kam der Name Barbara Onyx. Ich habe jetzt einfach nur Barbara genommen. Und wäre es ein Männchen geworden, hätte er Barry gehießen. Weil den Namen hätte ich ihm, einem männlichen Baryonyx, nämlich auch gegeben. Weil wegen Baryon Barry, verstehst du? Und es ist aber ein Mädle geworden. Eine Barbara. Nicht wahr, Barbara? Und wir werden gleich eine kleine Tour mit der guten Barbara machen. Und ich muss es euch zeigen, ich muss euch auf die nächste Folge teasern. Unsere Titanoboas haben endlich angefangen, ein paar Eier zu legen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall einen Thylacoleo zähmen. Ich bin zwischendurch auch immer mal wieder rumgeflogen, habe nach Terizinos geschaut, habe keinen guten gefunden. Ich habe eigentlich in letzter Zeit überhaupt keinen mehr gefunden. Ich muss mal wieder ein bisschen auf der Insel rumlaufen und ein bisschen was killen, dass Terizinos eine Chance haben, überhaupt nachzuspawnen. Wobei sich das eigentlich relativ gut selbst reguliert, weil es finden ja Kämpfe statt, Fleischfresser fressen Pflanzenfresser und hast du nicht gesehen. Und da stirbt auch mal was und dann eigentlich reguliert sich das ganz gut, aber manchmal hilft es halt, wenn man selber einmal Kahlschlag macht
Oder halt, wenn man da keinen Bock drauf hat, rumzulaufen, halt ein Dino-Wipe per Konsolenbefehl. Geht auch alles. Aber wir wollen jetzt nicht lang quatschen. Hat unsere Barbara schon ein Level-Up? Dann können wir nicht mal gucken. Ja, hat sie schon. Denn die Werte sind noch nicht angepasst. Gesundheit und Schaden müssten jetzt gleich noch deutlich steigen. Wir gucken mal. 55, 44 und 331. Ich gebe erstmal einen in Gesundheit. Ach nee, die Gesundheit bleibt ja. Nee, 5843, glaub nicht. Doch, 300 Punkte Gesundheit mit einem Level-Up. Und 461 Nahkampfschaden, das ist ganz okay. Die Nahrung ist, glaube ich, nochmal krass gestiegen, von 9.000 auf 12.000. Also es ist so, durch das Prägen, die Gesundheit steigt an. Die steigt für jede Prägestufe quasi immer so stepweise an. Aber wenn man jetzt nur einmal prägen muss für 100%, dann kriegt man nicht weniger Gesundheit dazu als Bonus, als wenn man für eine 100% Prägung sich 10-mal um den Dino kümmern muss. Also das ist, der Wert ist identisch. Nahrung steigt an, Gewicht steigt an und Schaden steigt an. Ich glaube, die Ausdauer bleibt identisch und einen Bewegungsgeschwindigkeitsbonus gibt es. 160%, das heißt, er ist ein bisschen flink auch. Ich trinke nochmal einen Schluck, auch wenn wir gleich ins Wasser gehen. Hallo? Trinken Sie, danke. Ich habe kein Futter mit. Ich hab kein Futter mit. Gib mir doch mal 4 Stück von dem Gedönsel her. Ja, geil, Mann. Geil, Titanoboa-Kittel, Junge, geil. Lass mich raus. Juhu. Und wir gehen direkt ins Meer. Kann ich das auch direkt nutzen? Dann können wir gleich ein paar Perlen sammeln. Und können mal gucken, was unser Baryonyx so kann. Ich würde gerne mal ausprobieren, hier lief ein Rappi rum. Oh, Moment. Können wir dich erstmal ganz kurz bitte verhalten neutral. So. Passiv kann ich im Moment nicht gebrauchen. Ich will ja nicht zähmen irgendwas mit ihm, sondern wenn ich abgemountet werde und er angegriffen wird oder so, dann soll er sich ja schon wehren. So, was ich aber einfach mal gucken wollte, ob Raptoren uns vom Baryonyx abmounten können. Ich denke aber mal schon. Gut, hier lief einer rum, jetzt läuft hier keiner mehr rum. Mir aber auch Wumpe, wir gehen ans Wasser. Ziehen uns gleich unsere Tauchsachen an. Tauchsachen. So typisch deutsch. Immer alles Sachen. Alles sind immer Sachen. So. Rüstung. 1, 2, 3, 4. Und Abfahrt. So, ich habe die Crystal Clear Mod installiert. Ihr seht es, man hat halt ein bisschen klarere und vor allem weitere Sicht als ohne Crystal Clear. Ich möchte in die Höhle. In die Höhle geht's doch hier, ne? Ich muss nochmal ganz kurz. Schwupp. Hier. Schon vorbeigeschwommen. Ja, gut, in der Höhle sind jetzt wahrscheinlich keine Gegner. La 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 la. Der Baryonyx hat unter Wasser auch den Angriff, den ich jetzt gerade gezeigt habe, den ihr nicht gesehen habt. Wir können Dinos stunnen. Ja. Ist das der richtige Höhleneingang? Das ist doch falsch. Jetzt gucke ich aber mal, wo komme ich denn raus, wenn ich den anderen Ausgang nehme? Hier ist wahrscheinlich schon irgendwas irgendwie nachgespawnt, aber das ist mir relativ. Höhlenloot interessiert mich jetzt auch eher weniger. Ja, lass mich in Ruhe. Skorpion. Weil Artefakt und Perlen waren ja hier. Ich dachte, das sei der Eingang. Bin ich so? Liege ich so daneben? Offensichtlich liege ich so daneben. Geronimo! Fupp! So, wenn ich Höhlenlag. Wenn ich die rechte Maustaste drücke, haben wir so einen Schweifangriff und der stunt Gegner. Ich zeig das gleich mal. Ich zeige das gleich mal, wenn ich hier Perlen gesammelt habe und vor allem... Hallo? Mit dem Baryonyx ist auch nach unten tauchen. Ist genau wie mit dem Sarko. Ist irgendwie ein bisschen blöd. Und ich denke die ganze Zeit, unsere Taucherflossen sind seine Arme und ich denke mir, wie sieht er denn unter Wasser aus?
Na gut, den Höhlenloot nehmen wir mal mit. Oh Gott. Ist das dein Ernst? Leck mich an die Füße. Das Artefakt brauche ich nicht. Aber Junge, hier ist ja Perlenparadies. Wie viel kann ich hier abbauen, ölmäßig? Oh, holy. Deutlich mehr als von den Steinen an der Oberfläche. Was diese Ecke hier einfach mega gut zum Farmen macht, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Ja, ungefähr 100 Öl pro Stein. Was ich sehr geil finde. Das heißt, eigentlich muss ich auch hier nur 34 Öl. Eigentlich muss ich gar keine langen Touren mehr machen zu diesem kleinen Gletscher oder wie auch immer man es nennen möchte. Was mich sehr freut. Da ist noch ein Ölstein. Sondern Öl können wir auch hier holen. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Wir haben aber immer noch nicht gesehen, was nun die Barbara so alles drauf hat, ne? So, wir müssen aber erstmal zumindest die Steine... Oh, guck mal, mit 500 Perlen bis jetzt. Und hier sind noch jede Menge. Das ist echt ein Paradies. Und hier scheinen keine Fische zu sein. Also... Keine bösen Fische. Ich sehe keine bösen Fische. Ich bin mal gleich gespannt, wo wir hier rauskommen. Gleich kommt hier ein dicker Moser hoch. Und dann stehe ich hier. Beziehungsweise dann schwimme ich hier. Und kann nichts machen. Ich glaube, gegen einen Mosasaurus könnte auch unser Baryonyx nichts ausrichten. Das sind so die, wie kann man das sagen, die T-Rexe unter Wasser. Also die können schon was. So, und auf die Gefahr hin, dass die Folge wieder so lang wird, ist wurscht. Kommen ja nicht so viele, können die auch lang sein. Wo haben wir jetzt die Barbara geparkt? Vielleicht da oben. Immer, immer, immer ein Auge drauf haben, was der Sauerstofftank sagt. Der ist halb voll. Ich würde so gerne einen Bauplan für einen besseren Sauerstofftank finden. Das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut. Und schwuppdiwupp gehen wir hier mit 600 Öl und knapp 1200 Perlen raus. Gewicht ist noch in Ordnung, das heißt, jetzt gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Falsche Richtung, wa? Nee, Moment. Nee, da ist das Artefakt in die richtige Richtung. Wo sind wir hier? Ah. What? Da geht's raus. Wo geht's denn hier hin? Oh, nach oben schwimmen. Warum ist das denn so ein Krampf mit diesen Nicht-Fischen, sage ich mal? Mit dem Sarko ist das so ein Krampf, nach oben zu schwimmen. Das ist eine Ruine. Hier geht's zwar nicht... hier geht's nicht raus. Aber hier geht's weiter. Wo zum Teufel bin ich? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Sag mal, war ich denn hier noch nie? Oder ist das... Oh, ich glaube, das... Ich glaube, hier will ich noch gar nichts. Will ich hier? Doch, hier will ich schon sein. Wir gucken mal. Komm, Treppensteigen mit Barbara. Ja! Das ist, übrigens der Alpha-T-Rex. Nicht jetzt, Kollege. Du kriegst noch früh genug eine verbraten. Glaubt das mal, Leute. Den Alpha-Tier, Level 60 ist er, glaube ich. Oder 80 oder so. Den knöpfen wir uns noch früh genug vor.
Das kannst du aber prüfen. So, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo will ich ihn lang? Ich will hier lang. Und dann will ich endlich mal gucken, wie viel Schaden die Barbara macht. Jetzt habe ich hier rumgelootet. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Gehört eigentlich auch gar nicht in die Folge rein. Aber es war so verführerisch. Lap, da, dap, da, dap. Und gleich, wir stürzen uns gleich ins Getümmel. Ich will mich erstmal orientieren. Ach, herrje. Wo sind wir denn gelandet? Aha. Interessant. Aufpassen, hier können auch Baryonyxe sein. Oh, da! Ein 50er. Piranhas! 231 Schaden! Das nehmen wir noch mit. Oh, nee, nicht den Otter. Ich wollte, habe ich den Otter getötet? Ich wollte doch den Piranhas. Oh, Entschuldigung, Schildi. Ich möchte aber gern mal... Pass auf, wir schwimmen aufs offene Meer. Ja, ja, hier sind mir irgendwelche Piranhas am Arsch. Wie ist der Ausdauerverbrauch? Sehr gering beim Schwimmen. Also ich schwimme gerade beschleunigt, nicht wahr? Hier hätten wir auch noch Öl, aber... In der Höhle, das ist echt super. Muss ich ganz ehrlich sagen, den Spot in der Höhle in Sachen Perlen und Öl... Hatte ich nicht auf dem Schirm. Hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Offensichtlich bin ich da nie auf die Idee gekommen, mal zu gucken. Umso besser, dass ich es jetzt weiß. Da ist noch eine Schildkröte. Kröte, da ist ein Hai. Komm her, Junge. Ich brauche auch mal wieder Fisch. Boah, Fischfarm war auch so ein Krampf. Jetzt geht das ja mit dem Barry, ne? 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 155, du bist aber Mate-boosted. Du bist aber 100 pro Mate-boosted, weil da kommt nämlich schon der zweite links. Hallo, ich geh mal in die Ego. Ne, Ego ist kacke. Ich mag Ego zum Kämpfen gar nicht, ne? Geht gar nicht. Junge! Ja, 231 ist schon echt nice. Hallo! Oh, wie viele Haie hier sind. Noch ein dritter. Ich habe jetzt gar nicht auf die Level geguckt. Vielleicht töte ich ja auch gerade einen potenziellen Tame. Mag sein. Ein 130er, das wäre ein potenzieller Tame gewesen. Oh, so schön viel Fisch. So schön viel Fisch. Wie viel Level? 7. Ich glaube... Oh, Schaden kriegen wir sehr wenig. Pass auf. Wir bringen den Schaden auf 500 und ballern jetzt erstmal Gesundheit auf Minimum 10k. Minimum. Eher 15. Könnt ihr mich... Achso, den... warum mache ich an euch mehr Schaden? Kann ich euch stunnen? Ihr seht's. Der Manta... Hier links ist gestunt. Und die sind auch gestunt. Nein, geht weg, Delfine. Ich will keine. Oh, ich bin so fett. Ich bin so schwer. Wir müssen. Delfine, bitte. Delfinis. Ich würde jetzt ungern abladen, weil Fischfleisch würde ich schon gern behalten. Wie lahm sind wir? Okay. Das geht. Also, wir haben den Baryonyx in Action gesehen. Für den Anfang auf jeden Fall ausreichend, um zu wissen, jawohl, wir können jederzeit ins Wasser gehen und können mal gucken, was uns dort so alles erwartet und können dort ein bisschen erkunden. Es gibt im tieferen Wasser unendlich viele Gefahren. Das kann man minimieren, wenn man einen Basilosaurus hat. Den werden wir auf jeden Fall auch noch tamen und züchten. Ganz, ganz sicher. Hundertprozentig.
So sicher wie das Arm in der Kirche, nicht wahr? Und ich lege erstmal wieder die normale Rüstung an. Aber auch mit dem Baryonyx haben wir da schon mal super Voraussetzungen, um uns die Unterwasserwelt von Ark mal ein bisschen näher anzuschauen. Das ist sehr gut. Guck mal, da ist ein Kano, den knöpfen wir uns noch vor. Lass den armen Galli in Ruhe. Hey, hey, yo, listen, hey, listen. An Land geht der Stun-Angriff übrigens nicht. Das ist beim Baryonyx ein reiner Unterwasserangriff. So, sagst du jetzt mal artig Dankeschön oder war das dein Kollege da hinten? Keine Ahnung. Ich habe ihm das Leben gerettet. Okay, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Wie gesagt, wir haben gesehen, was der Baryonyx kann. Was unsere Barbara drauf hat, finde ich gut. Ich hatte noch nie einen Baryonyx. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Baryonyx, kann man so sagen. Ist auch ein relativ einfacher Early Tame, weil die Dinger nicht so hohen Torpor haben. Man braucht halt Fischfleisch, um sie zu zähmen. Das ist vielleicht das, wo man am Anfang des Spiels nicht so guten Zugang hat, wie vielleicht zu normalem Fleisch, indem man einfach mal Dodos klatscht oder Dilos klatscht oder so. Aber auf jeden Fall ein, wenn man es probieren möchte, sehr empfehlenswerter Early-Game-Tame. Entsprechend ab dem Level, wo man den Baryonyx-Sattel bauen kann. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich möchte es auch nicht nachgucken. Was uns in der nächsten Folge erwartet, wissen wir. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das jetzt, glaube ich, direkt in Angriff nehmen. Und werde losfliegen oder werde jetzt gleich die nächste Folge aufnehmen. Oh, Tylakoleo züchten, Junge. Das wird so cool. Ich freue mich so drauf. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich hoffe, ihr auch. Und sage bis hier, danke fürs Zuschauen. Es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.